Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Kommt. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Setzt euch kurz zu mir. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai. Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren. Wie wollt ihr die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir, immer ein guter Mann zu bleiben. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es viel Schilf unten am Fluss, bei der alten Furt. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Jose und ich haben früher tagelang die Schlacht von Dano-Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Die Eindringlinge haben hier einen Außenposten. Keine Sorge, ich bin bald mit Schilf zurück. Ich warte hier auf euch. Schon 42 Stunden gespielt und es kommt immer noch eine neue Fähigkeit dazu. Dann das Blasrohr jetzt. Das habe ich auch schon lang nicht mehr erlebt. Das wird dann hier das letzte sein, wenn ich mit dem Steuerkreuz nach unten drücke. Und hier fehlt ja eigentlich so gesehen auch noch was nach rechts. Oder hier kommt das Blasrohr rein, das zieht automatisch. Das hat Horizon Zero Dawn auch klasse geschafft, das weiß ich ja nicht. Moment, Ausrüstung. Erhöht die Herausforderung Serie um 1. Nach gewonnenen Herausforderungen ist die Chance 10% umstehende Gegner zu verängstigen. Und letztendlich kannst du, auf der höchsten Stufe kannst du 5 Herausforderungen dann machen. Das sieht auf der höchsten Stufe schon cool aus. Yuriko hatte recht. Ein Mongolenposten. Traut euch nur! Sind wir mal total verrückt. Scheiße. Ich
hat er mich wirklich genatzt. Wo ist er hin? Ist ein bisschen viel plötzlich. Bisschen viel alles. Nein, ich komme nicht raus. Ich wollte mich doch nur wegzwängen. Hört auf, alle auf mich drauf zu treten. Es sind vielleicht ein bisschen viele für einfach mal reingehen. Steht euch und kämpft! Ladung. Nein, das liegt daran, da ich nicht genug Ausweichen geskillt habe. Das liegt daran, dass einfach 8000 Feinde in dem Lager waren. Beziehungsweise sind. Du kannst halt nicht gegen alle auf einmal bestehen. Weil du stehst ja automatisch zu manchen mit dem Rücken dann. Und dann geht das auch noch kaputt, dass du... Alle sind hungrig. Und... Du kannst ja kein Ziel visieren dann.
der wechselt ja ständig zwischen den Feinden. Das ist auch nervig. Aber das habe ich auch schon zigmal erwähnt. Ja, wir sammeln das Schilf gleich noch. Das war wirklich die Brücke des Todes, ey. Ach, da ist ja noch einer. Ah, irgendwo ist noch ein Hund. Natürlich wäre Schleichen einfach gewesen. Das wäre aber minus 10 Action. Hey.
Warum verliere ich die Geduld? Ich hab da einfach nur mal ordentlich alles rausgehauen, was geht. Kinder, immer auf Distanz bleiben bei Feuerwerkskörpern. Feuerwerk ist immer eine schöne Sache. Wenn man nicht genau drin steht. Ah, schön, ein Anführerzelt. Befreie Kishibe. Aua. Aber doof, also doof, dass ich aus dem Mongolen-Zelt rausgeflogen bin. Weil es hat aus irgendwelchen Gründen noch vibriert an der Stelle. Perfekt für ein Glasrohr. Ja. Ich bringe die zu Yuriko. Weil nur hier gibt's das beste Schilf der Stadt. Der ganzen Präfektur. Das Artefakt hat überlebt. Aber sonst haben sie die Mongolen-Zelte alle abgefackelt. Entschuldigung, falsche Taste. Bald können wir ausruhen. Schnell, Kage! Diese Wilden. Reite ich richtig? Ja, ich bin nur auf der falschen Seite.
Och, Pferd, vertrau mir. Ich weiß genau, dass du da runterspringen willst. Boah, du Feigling. Hallo, Jim. Yoriko? Oh, entschuldigt, junger Meister. Ich dachte gerade an Fürst Sakai. Das vermeide ich gern. Er liebte euch auf seine Weise. Doch jetzt genug davon. Ich habe ein Blasrohr und Pfeile. Alles, was fehlt, ist das Gift. Aber sicher, junger Meister. Kommt mit mir. Ich habe ein kleines Lager, wo ich Pflanzen und Kräuter für Salben sammle. Und Gift. Es tötet Ungeziefer in Sekunden. Es darf ruhig stark sein für die Invasoren. Das ist nicht die Haushälterin, das ist die Hausverwalterin. Wie kümmert sich das alles läuft? Und hat dann noch ein paar Bedienstete, die mitarbeiten machen. Es ist schön, wieder mit euch zu reiten. Du und Fürst Shimura lehrtet mich das Reiten. Auf diesem winzigen Pony. Ihr saßt so stolz und aufrecht in eurem kleinen Sattel, als wäret ihr der Shogun persönlich. Sagt sowas nicht, sonst raidet uns der Shogun. Was ist so lustig? Mir ist eingefallen, wie ihr hier draußen fast euren Onkel getötet hättet. Was? Ihr wart 3 oder 4. Der arme Mann versuchte euch beizubringen, euer Holz Kodachi zu halten. Ihr wolltet Schmetterlinge jagen. Ich kenne die Geschichte. Onkel hatte wochenlang ein blaues Auge. Herr Shimura und euer Vater haben so gelacht, ich dachte schon, sie würden ersticken. Ich erinnere mich nicht an Vaters Lachen. Er verlor seinen Humor, als eure Mutter krank wurde. Doch ihr habt eures Vaters Lachen. Da sind wir. Eine Gosamatte und ein Lagerfeuer. Du schläfst hier draußen? Nur wenn ich den ganzen Tag nach Pflanzen gesucht habe. Ich suche die Blumen, die wir brauchen. Ruh dich aus, Yoriko. Ich hole sie für dich. Ganz schön fit, ey. Die Frau. Das sieht aus wie Lavendel. Ist nicht die Samen, sie sind giftig. Ich bin kein Kind mehr, Yoriko. Oh, ich weiß. Wisst ihr noch, wie wir für eure Mutter Blumen sammelten? Sie stellte sie immer in den kleinen Alkoven zu Hause. Bringt sie zu mir, junger Meister. Deine Pflanzen. Gut. Wir holen die Samen heraus. Zerstoßen sie und tauchen die Nadeln in die Paste. Die Dosis muss stark sein. Sie dürfte ausreichend sein. Alles fertig. Sicher, dass er hier vorbeikam. Die alte Frau hat hier irgendwo ein Lager. Hört mal, da kommt jemand. Bleib hier, Yoriko. Mal sehen, ob dieses Gift wirkt.
Er wird büßen, was er Sadamone und den anderen angetan hat. Ich will nur seinen Kopf und die zugehörige Bezahlung. Wie weit noch? Es ist hier irgendwo. Ich hab's gleich. Beeilt euch. Ich will ihn nicht verlieren. Link ist noch hier. Da kotzt er erstmal ordentlich Blut aus. Seid ihr verletzt, junger Meister? Nee. Keine Sorge. Sie sind erledigt. Ich vergesse oft, dass ihr jetzt ein Mann seid. Das passiert mir manchmal auch. Gehen wir zum Anwesen zurück. Ich bleibe. Ich muss hier noch aufräumen. Mute dir nicht zu viel zu. Ach, ihr seid kein Kind. Und ich bin alt genug, um zurechtzukommen. Was für Gifte kannst du brauen? Immer so ungeduldig. Es gibt noch eins. Es bewirkt Verwirrung und Wut. Doch die Zutaten, welche waren das? Bitte, denk nach. Es klingt sehr nützlich. Brava, Kage. Nein, er hat keine Genderprobleme. Er kommt sich nur manchmal so vor, als wenn er noch ein Kind wäre. Ja, lass uns das Gift noch stärker machen. Ich finde, er hat ein bisschen zu wenig Blut gekotzt beim Sterben. Da ist noch mehr drin. Seine Augen könnten noch rausploppen. Rot? Blätter? Nein, Blütenblätter. Das Sterben hat zu lang gedauert. Sein Kopf explodiert vielleicht ein bisschen unrealistisch. Ein ausweichender Schlag, der gegen langsame Gegner von Nutzen ist. Ah, eine Blume. Nein, die nicht. Oh, Mutter. Ich... Junger Meister, möchtet ihr etwas essen? Nein, danke, Yoriko. Ich brauche nur das Gift. Du wolltest dich an die Zutaten erinnern. Es waren Blumen. Ihr erinnert euch noch, oder? Ich habe sie auf eurem Familienfriedhof gepflanzt. Ich musste die Gräber abwaschen. Vater hat mich einmal voll Wasser vom See anschleppen lassen. Er wusste, es würde euch stark machen und euch Respekt vor euren Vorfahren lehren. Erinnert ihr euch nicht an die Blumen, Jin? Spinnenlilien. So ist es. Aber die kann ganz schön gut reiten, Fee, Alter. Genug Spinnenlilien lässt sich ein Gift brauen, von dem Ratten durchdrehen und einander zerfleischen. Ganz furchtbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Macht stark genug für die Menschen. Ach, wenn ihr es für nötig haltet. Dann kriegen wir dafür auch nochmal zwei, drei Munitionsarten. Wo wir alles Nötige finden. Hier lang. Dass die dann wie Zombies sich gegenseitig zerfleischen. Hier bin ich als Kind gewesen. Nach dem Tod eurer Mutter. Ich wollte ihren Tod nicht wahrhaben.
Also rannte ich weg und kam hierher. Eure Mutter ging hier gern lange spazieren. Ich suchte bis zum Abend. Ich rief immer wieder nach ihr. Doch sie war fort. Ich verirrte mich. Ihr wart 3 Tage lang verschwunden, dem Tode nahe, als euch euer Vater endlich fand. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Wütend auf sich selbst, da er euch nicht beschützt hatte. Ich habe euren Vater vor zahllosen Schlachten gesehen. Doch nie war er besorgter als in den schlaflosen Nächten, in denen er nach seinem einzigen Sohn suchte. Nicht mehr weit bis zum Friedhof. Was euer Vater wohl von dem Geist halten würde? Er wäre enttäuscht. Wie mein Onkel. Seid nicht so sicher. Sie stritten oft. Kazumasa fand euren Onkel zu unflexibel. Er verschloss sich vor Alternativen. Kazumasa hatte Fantasie. Fantasie? Mein Vater? Ihr ähnelt ihm mehr, als euch bewusst ist. Vorsicht. Sie entehren die Toten. Bleib hier. Ich muss auch mal die Tötungsklinge auf Maximum machen. Also für Töten beim Schleichen. Ach, die haben die Leiche gefunden da hinten. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das Gift ist nur für jetzt. Wenn die Mongolen fort sind, brauche ich keins mehr. Hertin Bagayu, Yum Alka. Hertin Bagayu, Yum Alka. Serem Stebe, ich hatte zu los. Yamar Nigim Harwo. Herter Mund bei Starla. Jago. Inek Hissen Hun. Uhuch, Jostoi. Haradit Samurai Bot Starla. Scheiße. Mein Fehler. Dosho!
Das waren erstmal alle. Ach, die Grille habe ich ja aufgesammelt, die hier rumlag. Die wir ja direkt beim ersten, den wir getötet haben. Habt ihr sie vertrieben? Ja, wir können ungestört Spinnenlilien suchen. Warum sollten wir hier suchen? Hast du sie hier nicht einst gepflanzt? Oh, nein, nicht hier. Es ist schon lange her. Sie sind auf einem anderen Friedhof, beim Familienzweig eurer Großtante. Es ist nicht weit. Yuriko, weißt du noch, ich war 5 oder 6. Ich hatte einen Albtraum von diesem Wald. Ein Kampf. Das war kein Albtraum. Das habe ich nur gesagt, um euch zu beruhigen. Das war real? Da haben Männer geschrien. Unser Gefolge kehrte spät abends nach Hause zurück. Wir wurden von Ronin überfallen. Die Ronin waren wohl gefährlich. Die Samurai meines Vaters hatten Angst. Nicht vor den Ronin. Vor Kazumasa. Vor meinem Vater? Warum? Er und seine Samurai vertrieben die Ronin. Aber Kazumasa verfolgte sie zu Fuß. Man hörte ihre Schreie. Kurz vor Sonnenaufgang kehrte er zu uns zurück. Von oben bis unten voller Blut. Einige seiner Männer hielten ihn für einen Dämonen des Waldes. Erinnert ihr euch an diesen See? Wir haben hier oft meditiert. Wie ihr gezappelt habt. Ich sollte so tun, als wäre ich ein Stein. Dabei wollte ich nur schwimmen. Vom Ufer aus ist die Aussicht viel schöner. Kommt her, junger Meister. Meine Knochen brauchen eine Pause. Dieses Mal müsst ihr mich vom Zappeln abhalten. Einige meiner schönsten Erinnerungen haben ihren Ursprung an diesem See. An ein herumzappelndes Kind? Eure Mutter und ich kamen hierher, als sie mit euch schwanger war. Wir sollten wieder weiter. Auch als erwachsener Mann schafft ihr es kaum, still zu sitzen. Wir können bald meditieren. Nach dem Krieg. Ja, junger Meister.